Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 79 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um Numidium, den künstlichen Gott der Dwemer. Numidium, der auch als der Messingturm oder der künstliche Gott bekannt ist, ist eine gewaltige Figur im Elder Scrolls Universum und gleichzeitig eine höchst mysteriöse. Wir wissen nicht viel Konkretes über Numidium, doch in diesem Video will ich euch einen Überblick über die Geschichte des künstlichen Gottes geben und dann über meine Interpretation, warum Numidium gebaut wurde und zu was er imstande ist. Die Geschichte von Numidium beginnt in der ersten Ära mit dem Dwemer Khaghrenakh. Dieser war ein Meisteringenieur seines Volkes und ein Meister der tonalen Architektur, was eine der vielleicht mächtigsten Formen von Magie überhaupt ist. Die Dwemer entwickelten diese Magie nach langen Studien der Natur von Magie und des Universums. Und mit ihrem gewaltigen Verständnis erlernten die Dwemer, dass die Realität mittels magischer Wellen und Schwingungen, die Tönen ähneln, auf enorme Weise manipuliert werden kann, da der Welt, der Realität, ähnliche magische Wellen zugrunde liegen. Sie bezeichneten diese Wellen als die Musik von Aurbis und die Manipulation als tonale Architektur. Man kann das wie das magische Äquivalent zur Quantenmechanik betrachten, was zeigt, wie fortgeschritten die Dwemer in manchen Bereichen tatsächlich waren. Im Übrigen lässt sich auch vermuten, dass das Tuum auf eine ähnliche Weise funktioniert, indem man mit einem Schrei die Wellen der Realität beeinflusst und damit den Effekt eines Schreis entfesselt. Khaghrenakh war nun ein Meister dieser Kunst, und da die Dwemer keine Götter im eigentlichen Sinne verehrten, sondern Vernunft und Logik folgten, trug Khaghrenakh auch den Titel Hohepriester. Und Khaghrenakh war auch führend für den Bau von Numidium verantwortlich, den er mit Hilfe der tonalen Architektur erschaffen wollte. Er entwarf den künstlichen Gott, und als die Dwemer das Herz von Lorcan entdeckten, war es auch Khaghrenakh, der Werkzeuge erschuf, um die Macht im Herzen von Lorcan nutzbar zu machen. Diese Werkzeuge, Keening und Sunder genannt, was Schärfen und Trennen bedeutet, nutzten später auch das Tribunal und Dagoth Ur, um ihre göttliche Macht vom Herzen zu erhalten. Mit dem Herz von Lorcan und den Werkzeugen, um die Macht darin nutzbar zu machen, konnte Khaghrenakh die gewaltige Maschine Numidium antreiben. Denn ganz so wie die anderen Dwemer-Maschinen, wie zum Beispiel sie in Skyrim zu finden sind, wie die Sphären und Centurios, brauchte auch Numidium einen Kern, ein Herzstück, um zu funktionieren. Und während das bei den gewöhnlichen Dwemer-Maschinen ein Dynamokern oder ein Seelenstein sein kann, so brauchte es für Numidium, für die ultimative Maschine, mehr. Doch mit Lorcans Herz hatten die Dwemer genau das gefunden, was sie brauchten. Als aber die Chimer hörten, dass die Dwemer im Besitz des Herzens waren und was sie damit planten, setzte dies einen Krieg in Gang, der mit der Schlacht am Roten Berg um das Jahr 700 der ersten Ära herum endete. Laut einigen Berichten mischten sich auch hier die Nord ein, die Lorcan als Shoah verehrten und die Dwemer damit am Herzen ihres Gottes experimentierten. Doch gerade als die Schlacht am Roten Berg noch im vollen Gange war und tobte, aktivierten die Dwemer Numidium, und in dem Moment, als der künstliche Gott sich in Gang setzte, ereignete sich ein Dragonbreak. Numidiums Aktivierung zerbrach die Zeitlinie und erzeugte mehrere gleichzeitig stattfindende und zum Teil widersprüchliche Ereignisse. Der künstliche Gott verzerrte und zerschmetterte das Gefüge der Realität, und die Dwemer verschwanden. Dazu verwendete Numidium vermutlich eine enorme Kontrolle über die tonale Architektur, doch vermutlich nicht auf die Weise, wie Khaghrenakh es geplant hatte. Zwar ist das Verschwinden der Dwemer nicht genau erklärt, und es ist durchaus möglich, dass sie ihr Ziel erreichten, tatsächlich in eine höhere Existenz aufzusteigen, doch viel eher wurden sie vermutlich von Numidium restlos vernichtet. Oder, und das ist die im Allgemeinen am meisten angenommene Erklärung, sie gingen in Numidium auf, wurden ein Teil von ihm, was aber ebenfalls bedeutet, dass die Dwemer in ihrer eigentlichen Form als Volk nicht mehr existieren. Zumindest scheint Yagrum Bagarn, ein Dwemer, der dem Verschwinden entgehen konnte, da er sich nicht auf Nirm befand, nicht gerade davon überzeugt zu sein, dass die Dwemer tatsächlich aufgestiegen sind. Es ist nun ebenfalls unklar, warum Numidium nicht so funktionierte, wie Khaghrenakh es geplant hatte. Doch aller Wahrscheinlichkeit nach machten die Dwemer bei der Aktivierung einen Fehler.
Vielleicht, weil sie durch die angreifenden Chimäer dazu gezwungen waren, Numidium zu früh zu aktivieren. Vielleicht unterlief ihnen aber auch ein anderer Fehler. Vielleicht trafen sie den falschen Ton. Andere Geschichten berichten nun davon, dass Dagoth Ur Khaagrenak tötete, bevor Numidium korrekt aktiviert werden konnte. Oder dass Azura sie mit Hilfe von Nerevar aufhielt und die Dwemer dann für ihre Blasphemie auslöschte. Doch am wahrscheinlichsten ist es immer noch, dass sie einen Fehler machten und es Numidium war, der die Dwemer vernichtete oder in sich aufnahm. Nach dem Verschwinden und dem Ende des Dragonbreaks, nachdem die Zeitlinie sich wieder vereint hatte, war aber auch Numidium verschwunden. In der zweiten Ära aber tauchte der künstliche Gott wieder auf und befand sich nun im Besitz des Tribunals, den gottgleichen Herrschern von Morrowind. Doch da er nicht mit dem Herz von Lorcan verbunden war, das er nun als Tribunal für ihre Macht nutzte, war Numidium zu diesem Zeitpunkt inaktiv und nichts weiter als eine große Maschine. In diesem Zustand übergab das Tribunal ihn circa im Jahr 864 der zweiten Ära auch an Tiber Septim, als eine der vielen Gaben, mit denen sich das Tribunal bei der Eingliederung von Morrowind in das dritte Kaiserreich als Provinz große Eigenständigkeiten und Unabhängigkeiten erkaufte. Tiber Septim stellte aber nun zusammen mit seinem Kampfmagier Zurin Arctus Nachforschungen über Numidium an und schließlich gelang es ihm, einen neuen Kern für Numidium zu erschaffen, das Mantela. Um aber zu funktionieren, brauchte das Mantela Lebensenergie und dazu wurde die des Helden und Cesarin Wulfhar verwendet. Zumindest lässt sich das vermuten, denn es könnte auch die Seele und Lebensenergie von Zurin Arctus selbst gewesen sein. Oder von beiden, da sie beide als Cesarin in der Lage waren, ihre Seelen zu verbinden und das später auch taten, da sie sich mit Tiber Septim in Talos vereinten. Welcher von beiden es nun aber auch war, oder beide, wurde dabei oder wenig später auch zur Figur des Unterkönigs. Während Tiber Septim Numidium nutzte, um den zweiten Altmeribund zu besiegen und die Somerset-Inseln zu erobern. Und mit einer Waffe wie dem künstlichen Gott an seiner Seite, konnten die Elfen ihm auch nichts entgegensetzen und wurden rasch und restlos besiegt. Wie aber Tiber Septim Numidium dabei kontrollieren konnte, lässt sich durch zwei Argumente erklären. Zum einen war Numidium ohne das Herz von Lorcan und nur mit dem Mantela betrieben, das ja nur ein Splitter von Lorcans Seele enthielt, nicht bei voller Kraft. Und zum anderen war Tiber Septim selbst ein Cesarin und trug somit ebenfalls einen Teil von Lorcans Seele in sich, was ihm vermutlich erlaubte, Numidium unter Kontrolle zu halten, da er mit diesem auf gewisse Weise verbunden war. Doch auch wenn Numidium Tiber Septim als ultimative Waffe diente, so wurde er dennoch schließlich durch den Unterkönig zerstört. Und sowohl das Mantela wie auch die Teile von Numidium gingen erneut verloren. Die Teile des künstlichen Gottes wurden dann aber im Verlauf der dritten Ära durch die Klingen wieder gesammelt und schließlich tauchte auch das Mantela in Hochfels wieder auf, was zu den Ereignissen von Elder Scrolls 2 Daggerfall führte. Und am Ende dieses Spiels wurde Numidium erneut aktiviert und dieses Mal direkt durch die Aktionen des Spielers. Doch da dieses Mal kein Tiber Septim da war, um ihn zu kontrollieren, zerschmetterte der künstliche Gott ein weiteres Mal die Zeit und Realität und erzeugte einen weiteren Dragonbreak, der aber besser als die Verwerfung im Westen bekannt ist. Durch diesen Bruch der Zeitlinie konnten alle möglichen Enden des Spiels gleichzeitig real sein, wodurch natürlich auch auf geschickte Weise vermieden werden konnte, dass es nicht nur ein kanonisches richtiges Ende gibt, sondern die Enden, die manche anderen Spieler gewählt haben, ebenfalls existieren und nicht ignoriert werden müssen. So war dieser zweite Dragonbreak, diese zweite gewaltige Verzerrung der Realität und der Zeit durch Numidium ausgelöst, auch ein geschicktes Werkzeug für die Autoren der Lore, um verschiedene Enden eines Spiels zu erklären. Von den Ereignissen von Daggerfall an ist Numidium aber wieder aus der Welt verschwunden und bis heute ist er nicht wieder vollständig aufgetaucht. Im Jahr 882 der zweiten Ära aber, noch vor und während den Ereignissen von Daggerfall, kehrte Dagoth Ur im Morrowind aber zurück und bemächtigte sich im Roten Berg, dem Herzen von Lorcan und den Werkzeugen von Khaagrenak. Und irgendwann zwischen den Jahren 882 der zweiten und 427 der dritten Ära gelangte Dagoth Ur auch an die Pläne von Khaagrenak, die Pläne zum Bau von Numidium. Und tatsächlich begann er, einen zweiten Numidium, genannt Akula Khan, zu erbauen.
Doch im Jahr 427 der dritten Ära durchkreuzte der Nerevarin, der Spieler von Elder Scrolls 3 Morrowind, die Pläne von Dagoth Ur und der zweite Numidium wurde nie aktiviert. Und hier endet auch die Geschichte von Numidium. Und wo, oder vielleicht sogar besser wann, sich nun der künstliche Gott befindet, ist unklar. Ebenso, ob er noch ein weiteres Mal zurückkehren wird, oder ob das Wissen der Dwemer jemals wiederentdeckt werden wird und ein zweiter Numidium, oder besser gesagt ein dritter, erschaffen werden kann. Doch warum haben die Dwemer nun überhaupt den ersten Numidium gebaut? Was war Numidium und wozu war er imstande? Kurz gesagt ist es so, dass die Dwemer die Götter, Aedra und Daedra gleichermaßen verlachten und jene, die sie anbeteten, für Narren hielten. Sie glaubten, dass die sterbliche Welt durch Wissen und Logik allein überstiegen werden kann. Manche von ihnen könnten Mundus sogar für eine Art Traumwelt gehalten haben, aus der sie durch einen Aufstieg, durch Wissenschaft und Logik in eine höhere Ebene entkommen sollten und konnten. Und genau dazu, zu diesem Zweck, baute Khaegrenaq Numidium, damit die Dwemer eine höhere Stufe von Existenz erreichen können und aus der sterblichen Welt entfliehen können, aus dem Traum von Aurbis erwachen können. Zugleich sollte Numidium aber auch der Beweis dafür sein, dass die Götter keine Götter sind und die Sterblichen die gleiche Macht erreichen können. In seiner Natur ist Numidium nun vermutlich einer der Türme, also eines jener Konstrukte oder natürlichen Formationen, die Mundus selbst zusammenhalten und Realität und Zeit der Legende nach in der Welt verankern und stabilisieren und auf den Turm der Aedra, den Adamantin-Turm, zurückgehen sollen. Somit ist er zu vergleichen mit dem Roten Berg, dem Weißgoldturm oder dem Kristallturm. Daher auch der Name Messingturm oder der wandelnde Turm. Doch da Numidium aus dem Wunsch der Dwemer, sich gegen Mundus zu richten und diesem zu entkommen, geboren wurde, denken manche, dass Numidium den genau gegenteiligen Effekt hat und Mundus die Realität und Zeit destabilisiert, sie auseinanderreißt. Weshalb er auch die Dragon Breaks hervorruft, wann immer er aktiviert wurde und seine volle Macht besaß. Die Macht von Numidium beruht nun vermutlich auf derselben Form von Magie, die die Dwemer entdeckten, der tonalen Architektur, nach der Numidium die Musik von Aurbis, die Wellen der Realität beeinflusst und damit die Welt beinahe beliebig verändern kann. Das würde ihn, angetrieben von einer mächtigen Quelle wie dem Herz von Lorkhan, dem Herz eines Gottes, zu einem unglaublich mächtigen Wesen machen, das es tatsächlich mit den Göttern selbst aufnehmen kann. Doch der künstliche Gott ist trotzdem nicht allmächtig. Was sich zum Beispiel darin zeigt, dass er Yagrum Bagarn nicht verschwinden ließ, da diese sich gerade nicht auf Nirn befand, als das Verschwinden der Dwemer stattfand. Somit scheint Numidiums Macht zumindest auf gewisse Weise auch begrenzt zu sein. Am Ende ist Numidium aber dennoch ein sehr komplexes, teilweise ungeklärtes und mysteriöses Ding. Und daher würde mich auch hier eure Meinung zu Numidium sehr interessieren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und da das hier das letzte Video von mir vor den Weihnachtsfeiertagen ist, sage ich Tschüss YouTube, schöne Feiertage und lasst es euch gut gehen.